Einen wunderschönen Freitag wünsche ich dir. Ich wollte dir heute mal mein neuestes Buch vorstellen. Hier zeige ich dir Schritt für Schritt, wie du heimische Vögel zeichnest und aquarellierst. In dem Buch sind circa um die 45 Motive drin. Es beginnt alles mit einer Einleitung. Ich habe Schwierigkeitsgrade, zwei verschiedene, anspruchsvoll und leicht, und zeige dir auf jeder Seite, mit welchen Materialien ich arbeite. Wir beginnen mit einer Einleitung, Licht und Schatten, mit Bleistift zeichnen, mit Malen und Aquarellieren. Hui, das Wort ist halt schwierig. Und erkläre dir in jedem Kapitel ein bisschen was über Vögel, perspektivisch zeichnen, erzähle dir ein paar Fakten und Geheimheiten, die wir nicht unbedingt von unseren heimischen Vögeln kennen. Und da geht's auch schon los. Hier siehst du im Register, ein Feder bedeutet, es ist leicht, A bedeutet, es ist mit Aquarell gemalt. In dem Buch gibt es ganz, ganz viele Vögelmotive, alles aus unserem Garten, aus dem Wald oder unseren Gewässern. Und ich bearbeite hier Aquarell, ich male mit Brushpens, ich zeichne mit Bleistift und auch ein bisschen mit Gouache. Und deswegen habe ich mir heute ein Motiv ausgesucht, das im Buch zwar mit Aquarell gemalt ist, aber ich werde es variiert, ein bisschen anders, in Gouache malen. Das ist ein Motiv, das auch vorne auf dem Titel mit drauf ist. Es ist nämlich der Eisvogel. Und hier sehen wir ihn auch schon. Ich werde ihn im Buch selbst, hier haben, sehen wir mal eine Seite, wie er aufgeteilt ist. Ich erzähle was, wie groß er ist. Es sind so ein paar Fakten, dass wir was lernen, und eben hier Schritt für Schritt mit Aquarell gemalt. Das machen wir heute aber nicht. Ich habe mein Papier schon vorbereitet. Ich habe mein Mr. Nice Gouache-Kasten. Bleistift brauchen wir, ein Wasserglas brauchen wir wie immer. Und natürlich Pinsel. Nimm deine Lieblingspinsel, alles, was du zu Hause hast. Das sind die Farben, die ich heute verwenden werde, habe ich aber auch alles in der Infobox unten verlinkt, und dann können wir auch schon loslegen. Ich beginne zuallererst auf meine frische Palette. Ein bisschen Farbe ist noch drauf, das Schwarz und das Weiß, das ist so viel Farbe, die kann man immer wieder mit Gouache aktivieren. Deswegen lasse ich sie auch drauf, habe sie nicht abgewaschen, die verwenden wir heute wieder. Ich nehme das Persischblau, ich nehme das Türkisblau für die hellen und dunklen Stellen. Und dann brauchen wir eigentlich nur noch Sienna Natur. Gestern im Workshop meinte jemand, Sienna Natur ist ihre Hassfarbe. Ich liebe die ja. Für all meine Naturillustrationen ist die super. Alles auf meine Palette gepackt, und das stelle ich dann noch kurz beiseite, denn es geht an die Skizze. Ich plane mal erst, wo soll mein Motiv ungefähr stehen, wie groß soll es sein. Denn dann starten wir auch schon wieder mit einem Kreis. Welch eine Überraschung, wir malen heute mal einen Kreis. Ja, alle Tiere entstehen bei mir mit Kreisen. Wie so kleine Schneemänner male ich zuallererst den Kopf, und dann kommt die Brust vorne hin. Nach der Brust ergänzen wir hier noch die Flügelchen, die sind wie so Blätter von Tulpen verkehrt rum. Nach unten hin noch ein bisschen Bauch dazu. Wir deuten mit ein paar Strichen die Füßchen an, und hinten noch einen Schwanz. Wir überlegen uns, wo die Mitte von unserem Kopf ist, denn aus der Mitte heraus kommt der Schnabel, und auch auf derselben Höhe liegt auch das Auge. Je nachdem, wie süß du deinen Vogel haben möchtest, bitte passt daran auch dein Auge an. Das ist das Kindchenschema. Umso größer das Auge ist, umso süßer wird dein Vögelchen werden. Aber pass auf, dass es nicht zu creepy wird. Wenn sie ein bisschen zu glubschig werden, dann wird es auch komisch. Das Markante an einem Eisvogel ist, dass er eigentlich gar nicht groß ist. Die blaue Gefieder und natürlich der lange Schnabel, um dann die Fische auch aus dem Wasser rauszuholen. Denn der Eisvogel ist ein Fleischfresser. Bei all meinen Tieren beginne ich am allerersten mit dem Kopf. Heute fange ich sogar wirklich mal mit dem Auge an. Dafür nehme ich das Schwarz direkt von meiner Palette, also genau den Farbton. Achte immer auf das richtige Wasserfarbverhältnis und setze an einer Richtung an. Das heißt, ich möchte oben links die dunkelste Stelle haben, damit die Reflexion leuchtet, und verblende das Schwarz dann leicht mit Wasser. Der Pinsel ist natürlich nass, ich hatte auch Wasser auf der Palette ein bisschen, und dadurch lässt sich das ganz gut machen. Danach geht es an den Schnabel. Auch der ist in einem Grau. Natürlich ist er nicht einflächig grau, sondern er hat Licht und Schatten. Ich fange an mit Grau zu malen, gebe ein bisschen Weiß noch mit drüber, verblende das mit einzelnen Pinselstichen und achte beim Malen immer darauf, dass du auch wirklich der Form folgst, weil jeder einzelne Pinselstrich, den wir später dann noch sehen, ergänzt uns auch wieder die Struktur des Objekts, das du malst. In dem Fall ist es eben der Schnabel. Der Schnabel geht in den Kopf hinein, also kriegt unser Vogel noch ein bisschen Schatten hier und da, ein bisschen Kontraste, denn der Schnabel ist natürlich nicht eindimensional, der ist zweidimensional, dreidimensional, und deswegen brauchen wir da Licht und Schatten.
Danach nehme ich das türkise Blau und beginne den Kopf zu malen. Ich male immer zuerst die Schatten, also an den Stellen, wo es wirklich am dunkelsten ist. Da trage ich Farbe auf und ziehe dann in die Helligkeiten die Farbe hinein. Nach oben hin sollen später helle Sachen entstehen. Und der Eisvogel wird auch nicht, macht dir also keine Gedanken, nicht türkisblau bleiben, sondern der hat dunkle Stellen. Aber wir grundieren einfach alles vorerst mal mit dem schönen hellen Blau. Bei dem Kopf ist dasselbe Prinzip wie auch beim Schnabel. Folge auch hier wieder der Form, denn jeder einzelne Pinselstrich, den wir sehen, deutet unser Gefieder und unterstreicht unsere Kopfform nochmal. So sagt der Kopf. Ah ja, verstehe, der Vogel hat Federn, der ist nicht glatt, der hat keine glatte Oberfläche, sondern der besteht aus lauter Federn. Typisch für den Eisvogel ist, dass er ja auch so weiße Stellen am Kopf hat und teilweise eben auch braune Stellen. Wenn du was übermalst, ist überhaupt kein Thema. Mit Gouache haben wir immer das Glück, dass wir alles in alle Richtungen wieder übermalen und korrigieren können. Ich bin jetzt in das dunkle Blau gegangen und beginne die ersten Schatten zu malen, denn auch unser Kopf hat Schatten. Das Licht kommt bei meinem Vogel später von links oben, so ein typischer. Jeder hat da seine Lieblingsstelle, passt das an deine Art an, die du malst, wie du malst. Du darfst den Schatten auch gern drehen. Ich zeige es dir jetzt einmal so und male mit Dunkelblau, das ist eher die typische Farbe des Eisvogels, teilweise ein paar Schatten und ein paar Reflexionen mit hinein. An den Stellen, wo es mir zu viel von dem dunklen Blau ist, male ich einfach hellblau wieder drüber. Danach male ich mit einem wässrigen, also ich habe schon viel Wasser, wenig Farbe, beginne ich den Flügel zu malen. Links oben soll natürlich auch beim Flügel die hellste Stelle sein. Alles, was weiter nach unten geht oder gewölbt ist, bekommt mehr Farbe und wirkt dunkler. Nimm beim Malen deines Flügels einen Pinsel, der deine Federn schon ein bisschen andeutet. Also geh nicht zu fein ran, wir müssen viel Fläche füllen und die einzelnen Pinselstriche, so können wir ganz schnell andeuten, dass das die Federn sind. Die einzelnen Federn, wir verblenden das. Ich gehe jetzt mit Wasser nochmal drüber, verblende es. Aber ihr seht es, hier und da sieht man jetzt einfach die einzelnen Pinselstriche, dort, wo einfach mehr Farbe auf das Papier gelangt ist. Und wir haben jetzt schon durch eine ganz einfache Art und Weise angedeutet, ah, das sind Federn. Unterhalb vom Flügel kommt noch die Schwanzfeder hinaus. Die ist natürlich dunkler. Und dann malen wir auch schon wieder Schatten ein. Hier gehe ich genauso vor. Also siehst du, einfache Striche, einfache kleine Striche andeuten. Mein Untergrund ist noch feucht, dadurch verschwimmt die Farbe ganz leicht, was ich total nice finde von Gouache. Somit haben wir keine klaren Schatten, sondern zum Schluss, wenn es trocknet, ist es so ein leichter Verlauf, dann so ein bisschen aquarellig. Ich verblende es jetzt an den manchen Stellen und auch die Schwanzfeder bekommt noch einen Schatten. Dasselbe mache ich noch hier hinten, unterhalb vom Kopf. Auch hier wirft der Schatten, genauso wie der Rücken. Also die Feder sitzt, der Flügel sitzt auf dem Rücken auf und deswegen brauche ich hier auch nochmal Schatten. Hier kannst du dich spielen. Ich mache es heute ein bisschen schneller, aber du kannst natürlich dich in Details verlieben und malen und spielen und Spaß haben. Wenn wir dann fertig sind mit allen unseren Blautönen, lass es kurz antrocknen. Aktiviere dein Sienna Natur. Du kannst auch eher in einen Orangeton gehen. Das darfst du gerne machen, wie es für dich am besten ist, wie es dir gefällt. Und wir malen einmal die Brust. Ich setze wieder unten an der Stelle, wo ich am meisten Schatten habe. Hier soll die Farbe am sattesten sein. Und dann arbeite ich einfach damit, dass mein Pinsel die Farbe verliert. Und so siehst du, ich schiebe sie immer wieder nach unten. Haben wir automatisch nur durchs Pinselmalen einen Verlauf drin. Mit ein bisschen Schwarz dunkle ich es noch ab und gebe noch Schatten unterhalb vom Flügel hinzu, an den Stellen, wo einfach kein Licht hinkommt. Dort, wo sich Gliedmaßen überlappen, dort haben wir immer die dunkelsten Stellen. Und das ist auch unten am Bauch, da scheint die Sonne nicht hin, da ist der ganze Körper vom Vogel einfach im Weg. Jetzt geht es an die typische Maske, also das Muster im Gesicht des Vogels. Da bekommt er noch ein bisschen Braun mit rein. Ich habe ein bisschen hier nicht ausgespart, ist aber überhaupt gar kein Thema. Gouache ist eh deckend und so ein schöner Verlauf von Blau ins Braun tut uns da auch ganz gut. Achte darauf, wenn du mit Gouache malst, dass du nicht zu oft mit dem Pinsel über die Farbe im Hintergrund drüber gehst. Mit jedem Pinselstrich aktivierst du die Farbe wieder, löst sie vom Papier. Und dadurch kannst du nicht Sekten drüber malen. Danach male ich mit dem Mischweiß aus meinem Kasten noch die hellen Stellen. Die decken auch am Anfang noch nicht so gut. Wir müssen da öfters drüber gehen, öfters drüber malen. Wichtig dabei ist, zwischenzeitlich immer mal trocknen lassen. Dann erst eine neue Schicht drauf geben.
dann deckt das auch viel besser. Jetzt deute ich hier noch den Halsbereich an, der ist beim Eisvogel auch heller. Ich male es aus, ja, ich male weiß auf weiß, aber auch das Weiß ist nicht genau das gleiche Weiß wie das Weiß des Papiers. Dadurch hebt sich es wieder ab und wir überdecken vor allem noch unsere Bleistiftzeichnung. Die wollen wir nämlich zum Schluss nicht unbedingt dabei haben. Hier brauche ich ein paar Schichten und dann geht es auch hier unten. Der Eisvogel hat auch unter den Flügeln an der Seite ein bisschen Weiß. Da ist es schön, dass das Gouache nicht sofort deckt. Dadurch können wir später noch eine Dreidimensionalität rausarbeiten, müssen nicht nochmal Schatten drüber malen, sondern haben ein leichtes Weiß drin, die Farben, die wir sonst überall auch haben. Wir arbeiten quasi auch damit. Hier noch ein bisschen mit dem Auge wird noch verbessert. Dann sieht er doch eigentlich schon mal ganz nice aus. Im nächsten Schritt geht es jetzt an Licht und Schatten. Unser Vogel hat eine Grundstruktur, eine Grundform und die wollen wir natürlich noch ein bisschen perfektionieren. Dafür habe ich jetzt das dunkle Blau auf meiner Palette genommen, wenig Farbe, um wirklich deckend drauf zu malen und meine mit ganz feinen Strichen so ein paar Federn. Das ist, wir malen quasi die Schatten der Federn. Dadurch sind so einzelne Striche super. Und auch hier unten fehlt noch ein bisschen was. Da habe ich ein bisschen zu viel Weiß drüber gemalt. Das ist das Schöne einfach an Gouache. Wir können immer wieder Elemente nochmal überarbeiten, nochmal drüber malen. Es ist nie fertig. Und was das Schöne ist, wir haben es auch nie versemmelt zwischenzeitlich, weil man kann alles noch retten. So, hier jetzt noch ein paar Federchen auf dem Kopf. Der Kopf ist ja auch gewölbt. Diese tolle oben, diese Spitze, die kannst du mal, musst du nicht. Ich wollte, dass er ein bisschen frecher und ein bisschen putziger aussieht. Und dann gehe ich noch hier unten nochmal an den Flügel. Auch der Flügel braucht Schatten. An den Stellen, wo er zum Körper übergeht, ist die dunkelste Stelle. Auch hier brauchen wir einfach mehr Kontraste. An den Stellen, wo der vom Kopf das Gefieder des Halses über die Federn lappt, über die Flügel lappt, auch dort entstehen Schatten. Ich male immer nur so leichte Schwünge. Sehen aus wie so kleine Haken. Dadurch deute ich also meine einzelnen Flügel an. Dafür müssen wir gar nicht viel machen. Es ist allein die Form, die unserem Kopf später sagt, jep, das ist eine Feder, deswegen schaut es so aus. Hier ergänze ich noch ein bisschen was, da gefällt mir die Form nicht. Auch wenn ich das vorher in der Skizze nicht hatte, ist das völlig in Ordnung, dass du dein Motiv immer wieder dir anpasst, dass es dir gefällt. Wenn du mal unsicher bist mit deinem Motiv, habe ich es jetzt versemmelt, gefällt es mir nicht. Nimm ein bisschen Abstand, geh mal zwischenzeitlich einen Kaffee trinken oder halt dein Motiv einfach mal eine Handlänge von dir weg. Wir sitzen oft beim Malen viel zu nah dran, sehen die Fehler dann irgendwann nicht mehr. Und wenn wir dann später wiederkommen, schauen wir uns an und sagen, ui, das ist aber Schäps geworden. Das liegt an ganz vielen Sachen. Wir sitzen ab und zu schief, ab und zu schauen wir auch schräg auf unser Motiv. Dadurch stimmt die Perspektive nicht. Da hilft es immer mal ein bisschen Abstand zu nehmen. So, Kopf hat jetzt schon mehr Struktur, Flügel hat schon mehr Struktur, der Körper, alles was blau ist, damit bin ich schon relativ zufrieden. Was mir noch nicht gefällt, weil es ein bisschen verloren geht und noch nicht dazugehörig aussieht, ist jetzt mein Schnabel und den überarbeite ich nochmal. Ich toniere ihn nochmal in einem dunkleren Grün, damit er einfach mehr Kontraste hat und gehe dann in die wirklich feuchte Farbe schon mal mit Weiß rein. Und ich teste mich hier auch immer vor. Mal übermale ich irgendwas, zwei, dreimal, passt es beim ersten Mal. Also so entsteht da immer so mehrere Schichten und Lagen. Und wenn die Farben noch nass sind, ist das Schöne, dass sie sich direkt auf dem Papier mischen. So, hier unten, der Vogel hat natürlich auch was unten dran. Das ist ein bisschen verloren gegangen, die Form hat mir noch nicht gefallen. Deswegen male ich jetzt hier auch wieder mit mehr Schwarz nochmal Schatten hinein. Wichtig bei dem Schnabel ist, er ist oben immer heller als unten. Unten kommt kein Licht, dann wird überlappt von der oberen Stelle und deswegen hat er unten eine dunklere Kante. Jetzt geht mit Weiß, arbeite ich noch ein bisschen den Hals aus. Es hat vorhin nicht so gut gedeckt, hatte einen leichten Beige. Jetzt habe ich noch ein bisschen Schwarz mit rein, damit es ein bisschen frischer wirkt und ein bisschen Schatten hier noch ergänzen. Und auch hier am Auge, die Form gefällt mir auch noch nicht. Deswegen einfach nochmal drüber malen. Noch ein paar Federn, auch hier wieder ein bisschen überlappen, über die blauen Stellen drüber malen, über die Brust drüber malen. Und während das jetzt noch trocknet, fange ich jetzt an mit Sienna Natur und ein bisschen Schwarz auch noch Schatten und Struktur in meinen Unterbauch reinzugeben. Bei Vögeln reicht es, wenn man nur so ein paar Striche hat, siehst du? Schon sieht es aus. Ah ja, okay, der hat da unten also Federn. Mit dieser Farbe, mit diesen leicht bräunlich-grauen
Sienna Natur, was mit Schwarz gemischt ist, deute ich ganz einfach, easy peasy, mit ein paar Strichen meine Füße an. Gebe ihnen jetzt mit Schwarz ein paar ganz leichte Schatten, drücke dafür mit dem Pinsel möglichst wenig auf. So sieht es willkürlich aus. Man darf da nicht nah rangehen. Wenn man aber von weiter weg es anschaut, erkennt man, jep, das ist ein Fuß, der ist dreidimensional, da passiert was. Das kann man natürlich im Feinschliff alles noch perfektionieren, aber um einfach mal Spaß zu haben, Gouache mal wieder ein bisschen zu testen, macht ihr es im Leben einfach mal einfach nur durch so ein paar Striche, durch Andeutungen. Wir deuten alles nur an und zeigen es stilistisch. Das heißt jetzt nicht, dass wir die perfekten Vögel gemalt haben, die perfekten Federn gemalt haben. Aber siehst du, es sieht jetzt schon aus wie ein Eisvogel. Ein putziger Eisvogel, weil er einfach große Kulleraugen hat. So, was ist typisch für einen Eisvogel? Natürlich, das sind die hellen Punkte auf dem Kopf und auch die malen wir noch. Es sind keine Punkte, was der Eisvogel hat. Wenn man sich eine Feder von einem Eisvogel anschaut, erkennt man, dass es immer nur die Spitzen sind, die heller sind. Dadurch entsteht diese Optik, dieses Getupfte. Wenn du jetzt da lauter so kleine geschwungene Linien drauf machst, wie jetzt auch hier unten, an den Federn, auch an dem Flügel entsteht das nämlich immer und überall, dann deutest du quasi den Kopfende deiner Feder an. Eine Feder ist ja vorne eher so leicht abgerundet, so leicht schräg, windschnittig. Und das wollen wir damit andeuten. Das würden wir mit Punkten nicht unbedingt schaffen. Ich gehe jetzt noch mal ein bisschen weiß drüber, damit die einfach noch mehr leuchten, damit es noch markanter wird und zu einem typischen Eisvogel wird. Und ich glaube, wir sind dann soweit auch schon fertig. Wenn dir mein Video gefallen hat, schalt gern nächste Woche wieder ein. Hinterlass gern ein Like, abonniere mich und ansonsten mehr Inspiration findest du natürlich auch in meinen Büchern, die gibt es im Buchhandel oder bei mir im geliebten Chaos. Hab ein wunderschönes, kreatives Wochenende!